Gucken wir mal weiter, was hier drinnen so ist. Ah, Zombies! Zombies! Sterbt, sterbt, sterbt! Geht sterben, geht sterben, geht sterben, geht sterben! Okay, die haben wir besiegt. Battery Cotton of Chest Armor haben wir erhalten. Das können wir auch nicht anlegen. Wir halten die ganze Zeit Sachen, die wir nicht brauchen. Da sind auch nochmal Untote. Ah! Wasserzauberer! Und ein Rouge. Stirb, 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 stirb! Geh drauf, geh drauf, geh drauf! Der Magier macht voll viel Schaden hier. Ich wäre auch gerne ein Wassermagier, aber irgendwie kann ich das ja noch gar nicht. Stirb! Sehr schön. Ich hätte auch Geld fallen gelassen. Hier liegt auch nochmal Geld. Und irgendeine Armor, die uns nichts bringt. So. Ich trinke jetzt die letzte Ginseng Soap und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück. Weil keine Lust jetzt am Ende hier noch zu sterben. So. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zur Stadt. Equippen uns ein bisschen, verkaufen unsere Sachen, die wir gefunden haben. Und dann kommen wir hier wieder zurück und besiegen den. Ah, guck mal an, hier könnten wir jetzt sogar schlafen. Ah, dann holen wir uns jetzt mal noch schnell die Wolle, die hier ist. So, sehr schön. Da brennt irgendwer und bettelt sich irgendwas. Da ist ein Dwarf. Können wir nicht den Dwarf überreden? Zwei Dwarfs und ein Alpaka. Ah, nein, die greifen mich ja alle an. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ihr kriegt mich nicht. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ah. Komm, verpiss dich. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Ah, ich will zur Stadt zurück. Ich will nicht. Hör auf mich zu verfolgen, du blödes Stück Scheiße. Vor allem ist das ja nicht nur einer, es sind gleich 100. Erstmal schlafen. So, fertig mit schlafen. Jetzt suche ich die Stadt. Wo ist die Stadt? Ja, die Stadt ist in die Richtung, okay. Dann wollen wir mal dahin laufen, ne? Nein, gegen den Ogre möchte ich doch gerne nicht kämpfen, aber den Busch möchte ich noch einsammeln. Kriegen wir wenigstens ein paar Busch-Zeugs. Da liegt Geld. Da lag einfach nur Geld rum. Ja, komm, stirb. So, haben wir den auch besiegt. Das dauert doch schon etwas länger, wie ich gedacht habe, aufzuleveln. So, haben wir hier noch ein bisschen Zeugs gesammelt. Nen Wolf! Schnell weglaufen! Einmal hier hoch. Sehr gut. Hoch und hoch und hoch und hoch und hoch und hoch. Go, 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 go! Ich muss zur Stadt, ich muss zur Stadt. Ich muss die ganzen Sachen verkaufen, um dann Geld zu machen. Ja, was ist denn das da oben? Das ist ja cool. Da war wieder irgendein NPC. Hi! If you found leftovers, you should visit this in Indie-Fan-Fan. Nein, habe ich leider noch nicht gefunden. Tut mir leid. Aber wir haben jetzt sämtlichen anderen Scheiß gefunden. Und den können wir benutzen, um unser Geld ein bisschen in die Höhe zu ballern. Und vielleicht mal irgendwie eine Waffe abzugraden, irgendwann später. Wir sind jetzt im Crafting District und jetzt suche ich hier irgendwie erstmal einen Laden, damit ich irgendwelche Sachen verkaufen kann. Sonst wird das hier nichts. Eine Schmiede, bei dem kann ich das aber nicht verkaufen. Bei dem sieht schon mal gut aus. Da gehen wir jetzt mal gerade hin und dann gucken wir mal, was der liebe Herr uns denn für
Geld bietet, wenn wir die Sachen bei ihm verkaufen. Ja, hallo. Ja, guten Tag. Ich möchte gerne Sachen verkaufen. Aber das kann man bei dir ja leider nicht. Merke ich gerade. Der sammelt nur unsere Sachen. Dann gehen wir halt nebenan. Da geht das bestimmt. So, guten Tag. Ja, wir möchten gerne ein paar Sachen verkaufen. Und zwar das brauche ich nicht. Das kann ich sowieso nicht tragen. Das kann ich auch nicht tragen. Ey, das hatte 3 Sterne. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich möchte das gerne wieder zurückhaben. Das ist 3 Sterne. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das möchte ich noch verkaufen. Das kann ich auch nicht gebrauchen. Das ist ein Grouch, das ist ein Grouch, das ist ein Grouch. Das ist ein Ranger. Und diese goldenen Dinger kann ich sowieso nicht equippen. Also bringen die mir nichts. Was habe ich noch? Ein Kottenjahn, da muss ich erstmal gucken, was ich denn damit so alles createn kann. Wir haben auf jeden Fall hier schon mal 5 Silber, das klingt doch schon mal gut. Da brauchen wir immer Power 10. Es geht hier erst ab Power 10 los. Ich möchte gerne mal in die Kirche, um zu gucken, was wir denn da so haben. Ey, ganz viele Leute. Do you know what bunnies like to eat? Yes, I know. My snow runner is adoptable. Adorable. My climbing skill is 285. I'm probably the best climber in the world. What the fuck? Ja, aber raste halt mal aus hier. Ja, hallo. I have a new pet, it's the SnowRunner, I love it. Was können wir denn bei dir kaufen? Genau, das wollten wir ja kaufen. Die beiden da. Ein Pet Food? Ein Candy? Nee, Pet Food brauche ich nicht. Bomben brauche ich eigentlich. Die würde ich gerne mal kaufen. Jetzt habe ich mal 10 Bomben gekauft. Eine. Eine Bombe plus 10. Ja, haben wir nicht genug Geld für. Okay, dann gehen wir jetzt mal in die Kirche. Mal gucken, was uns denn hier so erwartet. Hallo. Genau, bei dir kann man nämlich dieses Adoption-Zeugs machen, ne? Dieses Adapt. Ich habe aber nichts zum Adapten, oder? Was ist, wenn ich meine Waffe da reinlege? Ah, siehst du? Da kann ich... Kostet keine Platin-Coins. Ja, okay, dann adapte das mal. Jetzt ist es adapted. Ja, und was bedeutet das jetzt, dass es adapted ist? Ach, jetzt habe ich einen Wand und einen Stuff. Ach so, okay. Was davon ist besser? Keine Ahnung. Zurzeit eher noch der hier, hä? Ah! Okay. Ich bin aber gerne ein Water Mage. Also will ich gerne... Ja, ich möchte das lernen. Kann ich mich jetzt healen? Aha, okay. Entschuldigung. Was ist, wenn ich jetzt den Stab anlege? Dann kann ich so Wasserwirbelattacken, hä? Aha, aha. Das können diese Waffen also. Okay, gibt's hier irgendwo ein Crafting-Teil? Weil ich gerne... Ich möchte eigentlich gern Potions kaufen, aber das geht hier anscheinend irgendwie nicht. Pet District, nee, ich muss zum komischen District da. Hammer District, da, genau. Da möchte ich gerne was schmieden. Da habe ich jetzt 2 Eisenteile. Und jetzt könnte ich das eigentlich customen hier. Hier mit den Teilen, hä?
Nein. Weapon Customizer. Weapon upgraden. Geht nicht. Okay, was macht das? Wir können wieder eine Gingsam-Soup machen. Nein. Ah, da, um das abzugraden, brauchen wir einen Wooden Cube und eine Workbench. Ach so, okay. Was haben wir noch hier? Einen Inn? Da bin ich jetzt mal gespannt. So, jetzt laufen wir mal ein bisschen hier rum und töten ein paar Tiere. Wie wär's mit dem Schaf da vorne? Ah, damit heile ich also nur. Also muss ich immer zwischen dem und dem her switchen, oder was? Macht er gar keinen Schaden hier? Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin leicht verwirrt. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal schreiben, was das damit jetzt auf sich hat. Weil ich habe gerade irgendwie null Plan, wie ich weitermachen soll. Das ist von Frogman. Dungeons are really dangerous places. Don't forget to take some potions with you. Ja, ich habe Potions bei mir. Ich suche jetzt aber erstmal irgendwie Gegner. Damit ich mal die Skills ausprobieren kann. Ah, die ziehen ja doch Schaden. Gar nicht mal so wenig. Wie wäre das jetzt nochmal auf B, ne? Ne, auf X. Jetzt möchte ich gerne gucken, was ist, wenn ich jetzt Wassermagier bin. Ich möchte gerne doch den Stab. Den Stab mag ich irgendwie ein bisschen mehr. Oh, hier geht's doch ziemlich tief runter. Ja, er macht auch Schaden, also. Ich denke mal, ich gehe auf Wasser. Au! What the fuck? Wasser zieht natürlich auch mächtig mehr Mana, ne? Fällt mir gerade so auf. Naja, wollen wir mal ein bisschen rumgucken hier. Haben wir hier irgendeinen Plantfibber gefunden? So, dann bewegen wir uns jetzt mal wieder in Richtung von dem Mini-Dungeon da und werden den mal wahrscheinlich jetzt clearen. So, da oben ist so ein... Was ist denn das für ein Wesen? Mini-Jedi oder was? Maulwürfe. Die sterben. Sterben, du hässliches Wesen. Meine Güte. Maulwürfe, wie süß. Auf und davon. Ta-la-la-la-la. Hier haben wir wieder eine Cotton Plant. Und wieder ein bisschen Baumwolle pflücken. Oh oh, oh oh, eine Hummel oder sowas. Nee, nee, lass mal, lass mal. Ja, da vorne ist es gut. Oh, langsam wird's hier. Wir haben schon 15.06 Uhr. 15 Grad. Ich kann das da oben gar nicht lesen, weil da meine Aufnahmesymbol ist. Das werde ich mal in der nächsten Aufnahmesession ändern, dass es da nicht mehr ist.
Dann kann ich da auch mal wieder ein bisschen lesen, weil ich habe keine Ahnung, was da steht. Also von daher. So, zack. Sammeln wir das mal ein. Wieder eine Spinnenwebe haben wir aufgehoben. Und jetzt legen wir uns da vorne, ist ja Bett und so. Legen wir uns da erstmal schlafen. Gucken wir, ob wir irgendwie was craften können oder so. Und dann gucken wir jetzt erstmal, ob wir was craften können. Ja, das hier können wir craften, zweimal. Sehr schön, so. Und dann legen wir uns mal kurz schlafen. Ah, wenn wir schlafen, dann geht die Zeit auch schneller um. Irgendwie logisch, ne? Und jetzt bewegen wir uns hier in diesen kleinen Mini-Dungeon. Defeat the ruler in the Ruins of the Thousand. Ruins of Thousand. Okay, dann werden wir mal versuchen, jetzt hier die Ruinen hier zu clearen, ne? Okay, hier geht's noch lang. Da sind noch ein paar. Lock ich die mal hier hin. Vielleicht kriegen die dann auch ein bisschen mehr Schaden. Sterb, los. Einer ist schon mal tot. So, und jetzt ist der zweite auch noch tot. Jetzt kommt hier der untote Zauberer. Stirb, stirb, stirb. So, und jetzt brauchen wir auch nicht ständig rauslaufen. Hier können wir was examinate. There's nothing special. Jetzt können wir uns nämlich selber heilen, also. Das hat schon ein paar Vorteile. Dauert zwar jetzt ein bisschen, aber das müssen wir auf jeden Fall skillen hier, dass wir uns schneller heilen. So, jetzt heilen wir uns mal ein bisschen. Währenddessen laufen wir schon mal ein bisschen los. Zack, zack, zack. Und here we go. Sterb! Stirb, 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 stirb! Wasser greift auf jeden Fall auch schneller an. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen extremer heilen hier. So, jetzt liegt er am Boden. So, und auch vernichtet. Sehr schön. Sammeln wir das hier noch alles ein. Oh, wir haben Boots gefunden. Die können wir wahrscheinlich anlegen, hä? Wollen wir mal gucken. Nein, die sind natürlich für den Ranger. War ja klar. Für was sollen die denn auch sonst sein? Denkst du, die sind für mich? Nein, die sind doch nicht für mich. So, jetzt heilen wir uns mal wieder voll und dann sind wir auch gleich Level up. 4 EXP fehlen uns noch. Und dann haben wir das erste Mal ein Level abgeschlossen. Boah, ist das langweilig. So, das sollte reichen. Da ist ein Skelett. What the hell war das denn? Fall wieder um, fall wieder um, fall wieder um. Zieht ihn ja gar keinen Schaden. Fall um, fall um, fall um. Sterb, sterb. Phew. Noch drei. Können wir das hier vernichten? Können wir uns draufsetzen. Bringt aber nichts. Okay, wir kommen langsam voran. Langsam geht's hier voran. So, dann gehen wir mal hier hoch. Da ist wieder ein Skeleton. Und da sind Untote. Da würde ich sagen, greifen wir erstmal wieder an. Ah! Ja, folgt mir, folgt mir, folgt mir. Sehr schön, sehr schön. So. Und die vernichten wir jetzt. Zack, 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 zack. Die Untoten können nämlich nichts. Die sind echt schlecht. Komm, komm, komm weiter. Zack, zack, zack. Ich heile mich einfach dagegen. Ich heile mich einfach dagegen. Ich heile mich einfach dagegen.
Sehr, sehr schön. So. Fast down, fast down. So, jetzt heilen wir uns mal eben. Scheiße, wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus. Schnell raus, schnell raus, schnell raus. So, dann gehen wir gerade mal noch schlafen. Das geht doch ein bisschen schneller, als sich hier mit den Fähigkeiten ein bisschen zu healen. Und hoffentlich kommen wir dann mal in dem Power-Level ein bisschen ab. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das bringt. Oh, 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 oh. Ist natürlich ziemlich hardcore, merke ich gerade hier. Als Magier. Ich denke mal, als eine andere Klasse wäre das ein bisschen einfacher gewesen. Aber naja, wir haben uns ja ausgesucht, ne? So, dann wollen wir mal hier weiter uns mächtig bekriegen. Ja, den wollen wir ja besiegen. Auf geht's. Hier drin kommen wir auf jeden Fall noch in den Level up, also... Das sollte mehr oder weniger gut laufen. Da haben wir irgendwas gedroppt hier, eine Schulter. Die bringen uns aber nichts, weil unsere besser sind. Ah, er hat mich umfallen lassen. Sehr gut, sehr gut. Level up gekommen. So, dann töten wir den jetzt hier mal. Zack, 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 zack. So, wir sind jetzt ein Level up gekommen und keine Ahnung, was das bringt. So. Jetzt haben wir hier zwei Punkte, die wir verteilen können. The Mana Cost Amount at das und das. Okay, Pet. Climbing. Oder Swimming. Ich würde sagen, wir erhöhen das hier mal. You can cast a stream of magic water in the here and the select Ellie or yourself. Das skillen wir mal. This mana cost amount ist das und das. The mana cost amount to learn. So. Ah, jetzt können wir uns ordentlich healen. Jetzt geht's ab. Na, ah, komm her, du hast keine Chance mehr gegen mich, hä? So, und jetzt habt ihr alle keine Chance mehr. Jetzt können wir uns wenigstens healen. So, was kann ich, wenn ich das bin... Ah, guck mal, das habe ich dann automatisch auch geskillt. Pet Tamer, ihr... Pets become stronger. Your health of your pet is increased by 4.55. Enable move effective climber or step walls. Because it is less stamina during swimming speed is schneller. Swimming speed is schneller, genau. Damage for up to 30 seconds. The cooldown, das kann ich noch nicht und das kann ich auch noch nicht. So, okay, ja, dann mache ich das, dann lerne ich das nochmal ein höher. So, dann heal ich jetzt noch stärker als vorher. Sammeln wir das mal ein. Eine Water Flask haben wir jetzt gefunden. Los, bringt ihn um, bringt ihn um. Sie sind verwirrt, sie sind verwirrt, sie können nichts. So, und down, sauber. Die verlieren jetzt schön fett Kohle und lang... Oh, wir haben was erhalten. Ja. Wir haben jetzt Power of Level 5. Geil. Ein Level noch, dann können wir endlich stärkere Sachen anlegen. Sammeln wir hier mal direkt alles ein. Bomben haben wir auch gleich gefunden. Oh, können wir die Bomben eigentlich benutzen? Ja, das sind Bomben Level 1. Geil. Boah, die greife ich jetzt hier erstmal an hier mit den ultimativen Attacken. Direkt down gesetzt. Na, stirb, du blöder Zombie, hä? Und tot, sauber. So muss das laufen. Zack, 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 haben wir uns gleich wieder ein bisschen geheilt. Hier liegt wieder eine Bombe rum. Ah, sieh mal an, da ist der Boss.
Okay, dann wollen wir mal den Boss plätten, hä? Na komm, komm, komm. Mach ihn platt, mach ihn platt. Los, leg ihn wieder auf den Boden. Zack, 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 zack. Und jetzt weiter. Attacke, 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 Attacke. Und zack, 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 zack. Und wieder ist er auf dem Boden. Und ran da, ran da, ran da. Und jetzt muss er wieder auf dem Boden liegen. Genau, und jetzt können wir unsere Mana regenerieren. So, jetzt muss er wieder auf dem Boden liegen. Schön. Den packen wir, den packen wir, den packen wir. So, und jetzt liegt er wieder. Und zack. 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 Jetzt legen wir ihn wieder auf den Boden. Jetzt müssen wir uns schnell heilen hier. Zack, 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 zack. Heilen, 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 heilen. Erstmal healen. Healen ist wichtiger. So, jetzt greifen wir wieder an. Wir greifen ihn wieder an. Und jetzt muss er wieder auf dem Boden liegen. Sehr schön. Und jetzt immer Damage drauf. Immer Damage drauf. Und jetzt wieder auf dem Boden liegen. Und Damage. Und Damage. Und Damage. Komm her, komm her. So, und jetzt wieder Damage, und wieder Damage, und wieder Damage. Komm, und jetzt muss er wieder liegen. Sehr schön, und immer mehr Damage drauf. Jetzt geben wir nur noch 0, Damage. Jetzt müssen wir uns healen, weil er diese komische Drehattacke einsetzt. So, und immer weiter drauf, immer weiter drauf. Er hat keine Chance gegen uns, er hat überhaupt keine Chance. Er fängt hier schon an zu weinen, er fängt schon an zu weinen. Hör auf, dich zu healen. Gibt's nicht. Nein, hör auf, dich zu healen, das gibt's hier nicht. So, und schön, dass wir jetzt wenigstens den Healing Skill haben. So, und immer Damage drauf. Der liegt gleich, der liegt gleich. Wenn er jetzt am Boden liegt, jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Woo! Quest complete! Yeah! Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir auch Candles, ein bisschen Heal, Strawberry Shit. Und hier haben wir ein paar Sachen. Varia, Varia Ranger. Neuen Stuff, der uns eigentlich nichts bringt. Außer, dass der Tempo ein bisschen schneller ist und dafür weniger HP macht. Ich glaube, den nehme ich. Das ist auch ein Stuff, ne? Das ist auch ein Stuff. Ja, okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Tempo 10,105. Dafür haben wir jetzt weniger Crits, ne? Ich glaube, ich lasse trotzdem den angelegt. Den können wir nicht anlegen. Das können wir auch nicht anlegen. Das ist schlechter. Nein, nein. Na, Mist, ey. Wir haben alles, aber... Alles ist schlechter als das, was wir haben. Wir haben noch Croissant-Rezept. Einen Ice Spirit haben wir. Okay. Aber das Wichtige ist, wir haben Bomben. So, mit den Bomben können wir uns jetzt hier... Ups. Welche Taste war das denn nochmal? B, genau. Mit den Bomben können wir jetzt die ganzen Sachen weg... ...sprayen hier. Steine und so ein Kram. So, jetzt laufen wir hier erstmal wieder raus. Raus aus den Ruinen!
So. So ist das doch wunderschön. Den ersten Boss besiegt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hier nach draußen. Und legen uns nicht schlafen, sondern rennen jetzt in die Stadt zurück. Und dort mache ich dann eine kleine Aufnahmepause, denn für die erste Aufnahmesession sollte das jetzt auch reichen. Denn ich habe jetzt auch hier nichts in der Nähe zu trinken und ich bin hier schon fast so, dass ich hier fast sterbe, weil mein Mund ultra trocken ist. Weil ich jetzt hier total die ganze Zeit am Durchlabern bin und irgendwelche Scheiße erzähle. Aber ich muss sagen, das Spiel gefällt mir bisher sehr gut. Es ist so wie, als würde man Minecraft beginnen. Man hat überhaupt keine Ahnung, wie was funktioniert. Aber irgendwie bekommt man es doch langsam geschissen. Und nein, den hätte ich lieber nicht angreifen sollen, merke ich gerade. Und langsam fuchst man sich da rein und man merkt, ja, mit dem und den Fähigkeiten läuft das besser. Und ja, da muss ich mich jetzt gleich erstmal nach der Aufnahmesession ein bisschen informieren, wie das so aussieht. Und dann kann ich euch in der nächsten Session auch ein bisschen mehr erklären und ein bisschen mehr sagen und zeigen vielleicht auch. Und naja, vielleicht kriegen wir es ja jetzt doch gebacken und kriegen schon unsere ersten 10 Silber zusammen, um was zu bauen. Also um, nein, um rumzufliegen, meine ich. Da ist der fette Ogre, den möchte ich gerne doch noch nicht besiegen. Da sammle ich mal gerade noch hier diese Scrubs ein. So. Zack, zack, zack. Oh, das ist Eis. Ob das wohl auch irgendwann so bricht, nur wenn man da drauf ist? Ah, man kann Wettende hochklettern. Genius! Das ist natürlich genial. Wow! Habe ich mich gerade vor diesem Ding erschreckt. Da ist eine Turtle. Das Ding sammle ich jetzt auch mal hier ein. Sehr schön. Hier ist noch ein Pilz, den sammle ich ein. Die Pflanze, die sammle ich noch ein. Und hier müsste jetzt auch in der Nähe das Dorf sein, ja. Wenn hier schon die Pflanzen sind, dann muss hier auch in der Nähe das Dorf sein. Ja, hier sind diese Dinger. Ja, da ist das Dorf. Dann besuchen wir jetzt mal gerade hier das Inn und dann würde ich sagen, zerstören wir hier noch die Vasen. Wenn das geht. Nein, es geht nicht. Besuchen wir das Inn und sehen uns dann hier wieder in einer nächsten Folge, der nächsten Aufnahmesession und dann sehen wir uns bis dahin und ciao.